Moin, Janis hier und ich habe heute mal was für diejenigen mitgebracht, die Smartphones in der Familie pflegen müssen. Da verliert man gerne mal den Überblick, es wird gerne mal viel. Inzwischen hat ja auch praktisch jeder da ein Gerät rumliegen. Das Gerät wird regelmäßig ersetzt, wird erneuert. Und um bei dieser Dienstleistung so ein bisschen den Überblick zu behalten und zu verhindern, dass die Kunden in Anführungsstrichen irgendwann dastehen und sagen, habe ich nicht ein Backup davon und dort von und hast du nicht noch meine E-Mail-Nummer müsste ich bei der Polizei angeben, Handy ist geklaut worden oder ich habe einen Displayschaden, komme an die Daten nicht mehr ran. Hast du denn noch meine Kontakte, meine E-Mails, sonst wie? Meine Fotos sind verloren, meine Videos fehlen. Hast du meinen Prima-Zugang, meine WhatsApp-Daten? All sowas möchte man möglichst nicht erleben. Ich habe es oft genug erlebt, deswegen habe ich mich irgendwann hingesetzt, habe dieses Smartphone-Serviceheft gebaut. Ihr erreicht das Serviceheft, ich zeige das eben einmal hier oben in der Adresszeile unter yoyomi.github.io slash Serviceheft und von der Seite aus könnt ihr dann, ich zeige es ganz kurz, hier zum Android Smartphone Serviceheft durchschalten. Es gibt ein paar Oberpunkte, einmal die Grunddaten, wo es eben um sowas geht wie, welche Seriennummer hat das Gerät, welches Google-Konto ist drauf verknüpft, wem gehört es, wo ist es gekauft worden, gerade das Kaufdatum und der Kaufort hilft halt dabei, wenn ich tatsächlich noch irgendwas reklamieren möchte. Ich habe einen Bereich zur Hardware, wo man schon mal ganz grob abstecken kann, was kann das Gerät, damit man weiß, was vielleicht dann an Erweiterungen möglich ist. Die Android-Version, das Betriebssystem ist ein Punkt Diebstahlschutz, das heißt die ganzen SIM-Karten, Nummern, Pins, PUCs, lauter solche Geschichten. Dann ein Kapitel zur Konfiguration, was möchte ich also, wenn ich das Handy in der Hand habe, einstellen, wo möchte ich sicher sein, dass Backups gemacht werden, dass das System verschlüsselt ist, dass Fotos irgendwo landen, wo sie nicht wegkommen können. Einen kurzen Abschnitt zur Synchronisation, der da auch oben mit reinspielen würde und zur Software. Und dann am Ende einen kleinen Punkt, der so ein bisschen an die Servicehefte von Autos angelehnt ist, wo man also Servicetermine in Anführungsstrichen eintragen kann, wenn jemand, der das Handy quasi technisch betreut, da war, kann der für sich nochmal abhaken, habe ich alle wesentlichen Punkte erledigt, damit das Gerät wieder für die nächsten paar Monate vielleicht auch unbetreut genutzt werden kann. Technisch gibt es hier Erklärungen zu vielen Punkten. Es gibt die Möglichkeit, hier Daten eben dann direkt im Browser einzugeben. Angenommen, ich habe es jetzt doch nicht von YouTube, sondern von Amazon gekauft. Das wird übrigens auch im Browser gespeichert. Das heißt, ihr könnt den Browser schließen, könnt ihn wieder aufmachen und habt die Daten wieder so hier drin stehen. Das ist ganz nett, weil ihr dadurch nicht am Stück ausfüllen müsst. Die Liste ist relativ lang und man kann das sich nach und nach zusammentragen. Man kann das jederzeit drucken, dann fallen diese Hinweistexte weg, weil die auf dem Ausdruck dann eigentlich nur stören. Dann bleiben zwei DIN A4 Seiten Daten übrig. Und ich würde vielleicht mal ganz kurz so über die Punkte drüber gehen und sagen, was mir da noch als wichtig auffällt. Die Google-Mail-Adresse ist vielen Leuten nicht bekannt, weil die manchmal oder oftmals halt angelegt wird, auch nur um dieses Handy zu betreiben. Ist immer anstrengend, wenn man die nachher nochmal wieder besorgen muss. Das Passwort würde ich für viele Leute tatsächlich da hinschreiben. Man muss sich ein bisschen überlegen, wie man das macht. Gedacht ist es eigentlich so, dass man das hier ausfüllt, soweit man das direkt am Bildschirm machen kann, dann ausdruckt, vielleicht noch ein paar Lücken füllt über die Zeit, Dinge, die sich dann erst später herausfinden lassen oder die vielleicht später sich erst klären, wie mache ich Backups oder so. Und dass diese zwei DIN A4 Seiten auf realem Papier irgendwo in dieser Schublade landen, die eigentlich alle Menschen haben für so Technikkram. Also die nicht technischen Leute haben eigentlich immer eine Schublade, wo so Technik und Anleitungen und Zeug, das man nicht versteht, reinkommen. Und da muss dieses Serviceheft hin, weil da suchen die Leute am Ende, wenn man sie fragt, hast du denn zu diesem Handy nicht noch was? Und dann wird man in diese Schublade geführt und dann kann man sich da durchwühlen und findet hoffentlich so ein Serviceheft zum aktuellen Smartphone, in dem man dann eben sowas finden kann wie die passende Google-Mail-Adresse. Die Seriennummer ist für Diebstahlmeldungen wichtig, auch manchmal für Rückrufaktionen oder so, wobei das relativ selten vorkommt in dem Bereich. Dual-SIM-Fähigkeit, tauschbarer Akku und SD-Karte helfen ein bisschen dabei einzuschätzen, kann ich mit dem Handy, wenn der Kunde kommt, noch was machen? Kann ich sagen, pack doch eine zusätzliche oder eine größere SD-Karte rein oder tausche den Akku, wenn er nicht mehr lange läuft oder muss ich tatsächlich über einen Neukauf nachdenken? Die Android-Version ist natürlich immer wichtig, um zu wissen, wie veraltet ist es in Bezug auf Sicherheitslücken und vor allem auf Features. Kann ich da vielleicht noch auf ein Android-Versions-Update hoffen oder bringt auch die Software eine wesentliche Verbesserung, wenn ich was Neues anschaffe? Sicherheitspatch-Ebene geht in eine ähnliche Richtung. Zum Diebstahlschutz, die E-Mail-Nummern, das ist was, was man auf jeden Fall besorgen sollte hier für alle, die das Serviceheft jetzt nicht ausfüllen. Gebt das einmal ein in eurem Handy, also Sternchen Raute 06 Raute und macht davon einen Screenshot, ladet den irgendwo in die Dropbox oder auf euren Rechner, damit ihr wisst, welche SIM-Karte, welche
E-Mail-Nummer eure SIM-Karten-Slots haben. Das sind übrigens verschiedene, wenn ihr ein Dual-SIM-Handy habt. Außerdem ist hier der Punkt, an dem man die PIN zur Auslieferung dokumentieren kann, die Kartennummer dokumentieren kann, die PUC und auch eine geänderte PIN. Ich empfehle immer, die PIN der SIM-Karten zu ändern auf die PIN des Geräts, weil man sonst total in Schleudern kommt, wann er was fragt und dann hat man schon mal zwei Versuche verbraten, gerät ein bisschen in Panik und schon muss man die PUC irgendwo raussuchen. Aber die hätte man ja zumindest dann, wenn man das Serviceheft ausgefüllt hat, hier auch an der Stelle, wo man sie wiederfindet. Einen Entsperrcode würde ich definieren, wie gesagt, den gleichen wie die PIN. Ich würde dann nicht auf einen grafischen Entsperrcode gehen, weil der für die Android-Verschlüsselung nicht funktioniert. Außerdem ist er zu leicht zu erraten und auch zu leicht an Mustern auf dem Display zu sehen. Wenn man also das Handy so ein bisschen kippt und dann sieht, wo es in hier Fettverschmierungen, dann ist der Entsperrcode fast immer sichtbar, zumindest wenn er gerade erst entsperrt worden ist. Wichtig ist das automatische Foto-Backup, lege ich allen sehr ans Herz. Es gibt hier so ein paar Möglichkeiten, die ich aufgelistet habe, Amazon Prime Photos, Google Photos, Dropbox, Nextcloud, OnCloud. Was auch immer ihr nutzt, macht es, weil die Leute am ehesten ihre Fotos vermissen und ihre E-Mails. E-Mails komme ich gleich, aber die Fotos sollte man möglichst, sobald man im WLAN war, dann auch gesichert haben. Wenn man jetzt heutzutage irgendwo mit WLAN im Urlaub ist, dann hat man also die Möglichkeit, mit so einem Foto-Backup direkt, wenn man wieder zu Hause in der Ferienwohnung im Hotel ist, das schon hochzuladen und dann auch nicht mal das Risiko zu haben, den gesamten Urlaub an Fotos zu verlieren. E-Mail-Backup ist das Zweite, was für Leute sehr wichtig ist. E-Mails gehen sehr ungern verloren, deswegen sollte man IMAP als E-Mail-Protokoll nutzen. Google Mail hat das standardmäßig integriert. Auch bei GMX und Web.de läuft das, wenn man ein bisschen recherchiert, weil sie das eben für die mobile Synchronisation auch brauchen. Sie bewerben damit nicht groß, sondern legen einem POP3 ans Herz, aber IMAP ist da der richtige Weg. Backups von WhatsApp und Threema-ID. Die Threema-ID ist nochmal wichtiger als bei WhatsApp ein grundsätzliches Backup, weil man ohne die seine Gruppenzugehörigkeiten verliert. Das ist sehr anstrengend, wenn die anderen Gruppen einen überall wieder aufnehmen müssen. Deswegen Threema-ID unbedingt backuppen, ausdrucken, auch in die gleiche Schublade legen. Weil da ein Passwort drauf ist, kann man das hier direkt noch mit angeben und man kann aber deswegen auch das ID-Backup seiner besten Freundin oder seiner größten Feindin oder seinem Arbeitskollegen schicken. Das ist gerade wurscht, weil es eben mit dem Passwort nochmal gesichert ist und das gibt man dann hier an. Für viele ist ein Problem, dass viele Daten auf die SD-Karte gespeichert werden sollten und dass das halt nicht immer funktioniert. Wenn das nicht entsprechend konfiguriert ist, ist der interne Speicher schnell voll, führt zu großem Unmut bei Android-Nutzern. Vollverschlüsselung empfehle ich auf jeden Fall, gerade um Diebstahlprobleme zu umgehen, denn dann ist das Handy erstmal zumindest aus Datensicht wertlos. Klar, man kann die Hardware weiterverkaufen, aber auch das wird immer schwieriger heutzutage. Zwei-Faktor-Authentifikation kann man einstellen, je nachdem, was auch die Menschen für ein Sicherheitsbedürfnis haben und was für technische Fähigkeiten da vorliegen. Kontakte synchronisieren ist auch was relativ häufig zu Schmerzen führt, wenn Datenverlust eingetreten ist, beziehungsweise wenn eben der Hardware-Schaden eingetreten ist und damit Datenverlust droht. Kontakte sollte man synchronisieren, eventuell über das Google Mail-Konto. Das muss man einmal überprüfen, ob das auch da gespeichert wird, wenn man einen neuen Kontakt anlegt. In der Regel ist das so, aber Kontakte fehlen Menschen sonst durchaus auch und dann fühlen sie sich einsam und einsame Menschen mögen ihr Handy gar nicht mehr so gerne und den technischen Dienstleister auch nicht unbedingt. Android-Gerätemanager, eine ganz wichtige Sache, um die Fernlöschung zu ermöglichen im Fall von Diebstahl. Das sollte also schon konfiguriert sein und getestet sein, bis auf die Fernlöschung, getestet sein, bevor man eben das Handy im täglichen Gebrauch nutzt. Man sollte irgendwie eine Möglichkeit haben, Offline-Karten zu benutzen, damit man nicht irgendwo dann steht und kein Google Maps nutzen kann, weil man kein Internet hat. Gerade dann ist nämlich meistens die Karte das Interessante. Einen aktuellen Browser sollte man besorgen. Man soll sich überlegen, wie Passwörter gemanagt werden. Ein Teil der Passwörter steht in diesem Dokument ja dann drin, aber es gibt eben ja noch deutlich mehr Passwörter, deutlich mehr Dienste, die Menschen üblicherweise nutzen. Das heißt, da kann man sich was überlegen, wie man das machen möchte. Ist jetzt nicht ganz konkret ein Problem des Smartphone-Service, aber letztendlich sind viele der Dienste eben dann auch Smartphone-tauglich. Das geht also beim Facebook-Passwort los und endet da aber noch lange nicht. Da ist vielleicht auch Amazon, das Amazon-Konto hinterlegt. Da sind vielleicht auch andere Web-Zugänge hinterlegt und das möchte man ungern verlieren.
Und dann hier unten eben, wie gesagt, die Tabelle mit den Service-Terminen, wo man so sich nochmal grob durchhangeln kann, System-Updates zu machen, Updates von allen Apps im Play Store zu machen, sich das Daten-Backup anzugucken. Hätte ich jetzt, wenn es gerade jetzt ausfallen würde, alles da, was mir wichtig ist? Die Frage kann man dem Kunden, dem Klienten stellen, aber man sollte sich auf die Antwort nicht verlassen. Man sollte eigene Gedanken sich machen, mit wachem Auge vielleicht auch gucken, was wird an Apps genutzt und ist das tatsächlich gebackupt oder wäre es im Zweifel dann weg? Wenn man Offline-Karten eingerichtet hat, sollte man die mal aktualisieren bei der Gelegenheit und wenn irgendwas Besonderes auffällt, kann man das hier und das Sonstiges notieren. Jo, das ist mein Plan. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Ich freue mich, wenn ihr mir sagt, super Idee, ich habe das dreimal erfolgreich genutzt und es hat zweimal schon irgendwie verhindert, dass Leute Daten verloren haben. Ich freue mich aber auch, wenn ihr sagt, da fehlt doch noch XYZ, da braucht man doch noch einen Hinweis für ABC, für dies, für jenes. Und wenn ihr sagt, totaler Quatsch, dann muss ich natürlich auch wissen, warum. Selbstverständlich. Also kommentiert das fleißig und es ist natürlich kostenlos, das zu benutzen. Den Link, wie gesagt, gibt es in der Beschreibung oder am Anfang des Videos habe ich ihn gezeigt. Benutzt es, probiert es aus. Es ist ein GitHub-Repo, wer also forken will, wer Pull-Requests stellen will. Nur zu, sehe ich, gucke ich mir an und wenn wir da gemeinsam was hinkriegen können, was uns allen den Arbeitsalltag als Smartphone-Administratoren fremder Leute erleichtert, dann kann das doch nur von Vorteil sein. Ja, vielen Dank fürs Zugucken und das war das Smartphone-Service-Heft.